So, wir sind wieder da mit der Episode 5 vom FM. Ja, dieser Episode wollen wir es noch gegen Sandhausen schaffen, also sollen wir uns mal beeilen. Ich habe aber eins vor, einen Spieler zu verpflichten, und zwar einen defensiven Mittelfeld. Habe ich nach ein bisschen umschauen, ich schaue mich ja immer um, auch wenn ja ich gerade nicht aufnehme. Umgeschaut, wenn wir dann auf dem Blickfeld gucken, habe ich mir ins Blickfeld den Peter Niemeyer genommen. Der passt zu uns, hat Führungsqualitäten, könnte der gewünschte Führer werden, den wir nicht haben. Führer, okay, das hört sich irgendwie komisch an. Könnte der gewünschte Leitungsspieler, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Spieler, der uns leitet, sein. Marktwert ist stemmbar, wäre zwar teuer, aber ich glaube, es würde sich dann im Endeffekt lohnen. Wir müssten wahrscheinlich um die 1,7 für den hinblättern. Es ist teuer, aber ich meine, wir haben das Geld und Niemeyer ist wirklich so ein Spieler, der, wenn wir hier mal reingucken, uns wirklich verstärken würde um ein paar Punkte. Da wir den auf den, ja, Berufsliste gemacht hat, ist Bori, genau, da können wir auch gleich mal den Spitznamen festlegen. Bori. Peter Niemeyer, wieso packen die denn bitte auf die Transferliste? Naja, das ist halt härter. Paul Freier, okay, das ist jetzt der, den wir holen wollten, damit sich der Bori ein bisschen besser fühlt. Du bist Ergänzungsspieler, sag ich mal. Das ist mehr als fair, hinzufügen, entfernen. Sagen wir mal, du hast eine 2-Jahres-Option. Nee, ein Jahr passt schon. So, und 380 ist dann auch ganz fair. Machen wir mal 370. Ein Jahr ist nicht akzeptabel. Okay, dann machen wir das mal so und schicken das auch mal ab. Hier können wir mal in den Transferstatus gehen. In Verhandlungen gehört das Lautern. Ja, einen Verein wollen wir nicht. Wir wollen nur uns jetzt mal auf den Aufstieg wirklich fokussieren in dieser ersten Saison. So, das wird teuer. Ich glaube, das wird auch gar nicht klappen. Das geht. Du bist mein wichtigster Spieler. Okay, wir müssen jetzt irgendwie den nochmal reindrehen. Option für Spieler um 2 Jahre. Keine Gehaltskürzung bei Abstieg. Geben wir mal dem eine saftige Torprämie. 3800 Torprämie. Das ist viel, aber egal. Nach 20 Spielen kriegst du das. Können wir das machen? Nee, genau, das geht nicht. Hätte ich mir denken können. 1,1 geht auch nicht. 1 Million können wir dann noch irgendwie. Handgeld können wir auch noch aufpacken. Machen wir mal. Ihr merkt, ich will den schon sehr gerne haben. Unter 200.000 geht das. Oh Gott, ey, wie wenig soll ich denn da noch in Zukunft des Spielers? Im nächsten Jahr wirst du mein Kapitän. Ah, so. Mit dem Versprechen, dass er nächstes Jahr unser Kapitän wird. Einigung 1,6 Millionen müssten wir für den hinblättern. Und hoffentlich nimmt er die jetzt auch an, weil sonst weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Mehr können wir für den nicht raushauen. So, dann wollen wir hier mal kurz den Ausstellungsassistent ranlassen. Und in dem News Center Jugendspieler entdeckt. Bastian Oschlewski. Ach komm, nehmen wir ihn einfach. Kostet ja nichts. Angebot für Paul Freier. Okay, dann halt nicht. Ivo Rennig akzeptiert Vertragsangebot. Sehr schön. Ablöse für Patrick Niemeyer akzeptiert. Machen wir dem Carlos ein Angebot für den Vertrag. So. 200.000 in die zweite Mannschaft. Den jungen Mann, der ist ja erst 17, der wird sich sicher noch gut entwickeln. So, den Rennig haben wir auch gleich drin, ne? Sehr schön. Rennig, wo ist er denn? Nee, Rennig, den müssen wir auch noch was reinpacken. Details. Details war es doch. Muss aufgestellt werden. Mal gucken wir mal, wo er ihn hinpackt. Dann geht Mukhtar rechts außen. Okay, passt alles. Dann geht es jetzt auch ins Spiel in der zweiten Mannschaft. Sehen wir mal, wie das geht. Und wir spielen 1-1 gegen Worms. Das ist ganz stark. Ganz gut. Zufrieden. Die hatten eine viel bessere Stärke als wir. Und Reserve, bester Spieler war Ivo Rennig, den wir gleich hochgeholt haben. Macht dann auch gleich nicht. Doch, der macht das Tor. Stark. Stark von Rennig. Macht, sah, kam, siegte oder wie auch immer sich das nennt. Neuer Mitarbeiter, Co-Trainer, sehr schön. Den habe ich ein Angebot gemacht. Der soll dann auch gleich mal das Training machen, weil die machen das dann meistens besser. Und jetzt geht's ins Spiel gegen Aalen im Textmodus.
Ein Remis schaffen wir mindestens. Das muss wirklich drinne sein. Einstellung machen wir mal kurz Sound an. Ein Sieg muss drin sein, wirklich. Machen wir mal vollen Angriff jetzt. Ey, es muss einfach sein. Hier, die haben eine Stärke von 690. Da ist was drin. Spielt vorwiegend mit hohen Flanken, das wissen wir auch. Danke für die Info trotzdem. Hoffentlich können wir hier bei Punkten, Jungs. Kommt, Traut sieht die erste Gelbe. Noch keine Chancen für beide, keines der Teams. Schwitzen wir mal kurz hier wieder zurück. So, Tabelle lasse ich mal hier offen. Immer noch keine wirkliche Chance, das gibt's doch gar nicht. Scheinen sich hier ganz relativ gleich zu bekämpfen. Jetzt die erste für Kaiserslautern. Idrisu bringt die Flanke. Bori und Hübner liefern sich ein intensives Kopfballduell, aber Hübner setzt sich knapp durch und klärt. Jungs, da muss ein Tor her. Komm schon, vor der Halbzeit nochmal wenigstens eine gute Chance rausquetschen. Das wäre so das Ziel. Und jetzt haben wir die Chance. Aber Idrisu setzt seinen Körper ein, um sich Mosmer vom Leib zu halten. Aber kommt dann nicht mehr mit dem Power an seinen Schuss. Schade. Und jetzt wieder Ballbesitz für den Aalen. Für die Guten aus Aalen. Aber wir haben die Chance. Das muss es sein, Jungs. Das gibt's doch nicht. Idrisu hat sich davon geschoben und hätte eine schöne Steilvorlage von Alushi. Am Strafraum spielt der clever in den Rücken. Der ab auf den freistehenden Fortunis. Der ist 8 Metern trocken ins von. Oh Gott, der hat das leere Tor verpasst. Das gibt's doch nicht, Jungs. Da muss mehr kommen. Jetzt nochmal vielleicht. Das ist es, Jungs. Ja, das ist es. 0:1 durch den guten Innenverteidiger. Vielleicht war es eine Ecke. Nein, hat etwa 20 Meter vor dem Tor alle Zeit der Welt und zieht ab. Der Ball schlägt beim machtlosen Fetschic in der rechten unteren Ecke ein. Sehr schön. Ein 0:1, genau zum richtigen Zeitpunkt, aber die Antwortmöglichkeit für VfR Aalen. Erste Chance, Ademir setzt sich auf der linken Seite durch und flankt auf Lechleiter, der kann den Ball nicht kontrollieren. Und Sippel geht dazwischen, so, dann haltet das mal bitte in die Halbzeit. Hertha führt auch wieder anscheinend. Ja, sehr schön, dass wir dieses Tor nochmal gemacht haben, aber bis jetzt hat der Stürmer noch nicht getroffen. Kein offensiver Spieler eigentlich, kein rechts, links oder außen oder Stürmer. Hat getroffen und damit geht es auch mit dem 0:1 in die Pause. Ja, zufrieden kann man nicht sein. Schwaches Spiel von Fortuna ist mit einer 5. Das kann ich mir wirklich nicht gefallen lassen. Nehmen den raus. Idrisu geht auf rechts und vorne kommt Mijacic oder wie man das auch ausspricht. Das hat ein Pierre de Witte da. Dann werden wir mal leicht offensiver. Ich wechsle jetzt mal gleich doppelt. Hier muss ein bisschen mehr Druck kommen. Wir dominieren das Spiel nicht wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe. Halbzeitansprache. Wir müssen hier gewinnen. Das steht fest. Ich lasse das hier mal kurz den Assistent erledigen. Stimmung ist ganz gut. Sehr schön. Okay, dann geht's auch weiter. Und die Auswechslung. Wir gucken jetzt mal kurz, wie spielt denn Hertha Konferenz. Hertha gewinnt 0:1 bei FSV Frankfurt. Okay. Ja. Sieht wieder keine Chancen. Jetzt können sie mal kommen. Lechleiter. Mit der ersten Ecke, aber kein Problem für Sippel, der flickt ihn da runter. Wie geht's eigentlich Köln? Wir haben 3 Punkte und verlieren anscheinend gerade. Nicht stark, aber jetzt ist das wirklich die nächste Chance. Und jetzt mal wirklich unten reingedrängt. Angriff, Robert Lechler ist nicht vorbei an Kobiaschwili. Den versuchen, ihn mit einem lauernden Reichwein in Szene zu setzen. Misslingt aber völlig. Glück gehabt. 60 Minuten und jetzt sind wir mal wieder am Ball, aber können nichts draus machen. Idrisu macht die Ecke. Mitschanski zeigt zum Kopfball hoch, aber müssen wir erst einen Moment. Er am Ball und kann die Ecke von Idrisu klären. Das Stadion bei Aalen ist ausverkauft. Ja, bringt uns nichts, aber was soll's. Jetzt haben wir wieder mal die Chance, hier vielleicht einen Punkt draufzusetzen. Sehr schön. Was heißt ein Punkt? Eine Vorentscheidung, sagen wir mal. Alexander Baumjohann ist es. Die Lautern erhöhen auf 0:2. De Witt hat den Ball im Halbfeld und schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Müssmer will den Ball durchlassen, aber nach einem Zuruf von Bart versucht er den Ball per Kopf im Spiel zu halten. Baumjohann erkennt die Möglichkeit als erster, schnappt sich das Leder, legt sich den Ball noch einmal nach innen vor und jagt ihn dann aus 11 Metern unerreichbar für Fetschig unter die Latte. Der Trainer Rolf Börner muss reagieren. Okay, dann schicke ich mal kurz hier Taktik, alle Spieler aufwärmen. Nur 62 Minuten. Wollen wir kurz hier mal auch den, ich will jetzt den Heinz mal bringen, defensiv. Ich will ja nicht riskieren, dass hier hinten einer irgendwie eine Karte sieht, eine gelb-rote, das wäre so unnötig. Und Heinz soll meiner Meinung nach auch mehr Spielzeit kriegen und das müssen wir aufpassen. Schöne Kopfballverlängerung von Ademir auf Dausch, doch dieser wird vom aufmerksamen Simonek ins Abseits gestellt. Sehr schön. Ja, wir sind oben mit dabei. Wie sieht es dann aus bei Hertha? Die führen 1:3, Gott im Himmel. Und wie sieht es bei den 1860ern aus? Wie sind sie denn? Die führen 0:1 gegen Dynamo Dresden. Das ist die Großchance hier, den Anschluss für
Oh Gott, wenn aus der Auswechslung. Was soll denn das? Auswechslung, was ist es jetzt drin oder nicht? Hallo? Okay, das war vielleicht ein Fehler und jetzt könnte es nochmal was sein. Nein. Ich bleib da alles ganz ruhig. Hatten die jetzt eine große Chance? Nee, das war anscheinend beim anderen. Okay, das war irgendwie von der Konferenz übergegangen und hat da nicht geklappt. Jetzt können wir nochmal das 0 zu 3 draufsetzen. Das wäre doch mal schön, einen höheren Sieg zu machen, aber Pfosten ist alles, was wir rauskriegen. Mal sehen. Ecke von links. Ecke wird zunächst rausgekauft, dann kommt direkt wieder in den Strafraum. Bori dreht sich und trifft aus Spitzenwinkel nur den Außenpfosten. Das war knapp. Das wäre schon sein zweites Saisontor gewesen von Bori. Also der macht wirklich Dampf. Er muss heute die erfahrene Leistung des Schiedsrichter Aaron Cordes einmal. Oh, ihre Entscheidung des Schiedsrichter anscheinend hat er. Ich würde da eher die Ruhe bewahren. Das regt mich jetzt nicht wirklich auf. Hat souverän die Ruhe als Schiedsrichter in einer unglücklichen Situation gegen sein Team entscheidet. Ja, so bin ich halt. Yeah. Michael Klaus sieht nach Abpfiff halt nochmal die gelbe. Aber das sieht hier alles nach einem sehr wachen Arbeitssieg aus. Nichts Schönes dabei. Wie sieht's denn aus? Wie spielt denn der Heinz? Mit einer 2,5, da bin ich ganz zufrieden mit dem jungen Mann. Ist ja erst 18 oder 17 Jahre alt oder sowas. Und dann gibt's noch die eine Minute Nachspielzeit und die wird wahrscheinlich nichts mehr bringen, weil das Spiel ist aus, aus und vorbei. Nein, ist es nicht. Nochmal den Anschluss, Chance erfasst. Die Ecke kommt auf den Elfmeterpunkt, Tobias wird bestimmt da raus und schiebt alles zur Seite. Was er sonst noch am Ball, dann fliegt das Leder aus der Luft und begräbt es unter sich. Und das war dann auch der Schluss für letzte Aktion und wir gewinnen 0 zu 2 durch Tore von, wer war es denn jetzt nochmal? Ja, Torreon und Baumjohann. Also Vorlage gab es keine. Wir haben einfach die beiden Tore gemacht und fertig. Heinz spielt gut, freut mich für ihn, weil ich will ihn wirklich fördern. Ist ja erst 18 Jahre alt, wie schon so oft gesagt. Statistiken gucken wir auch nochmal kurz rein. Hier ist nichts Wirkliches dabei. Zuschauerschnitt, da sind wir immer noch da, weil wir wirklich keine zwei Heimspiele hatten. Wir haben viele Chancen, die höchsten Chancen hat. Ah ne, wir haben gar nicht so viele, 15 nur. Okay, Stimmen hören wir uns jetzt auch nochmal an. Wir sagen, fragen Sie mich nicht nach nächster Woche. Für gewöhnlich hält schon der übernächste Tag nicht das, was der gestrige versprach und der heutige auf den morgigen verschiebt. Okay, Philosoph bin ich auch geworden. Und wir haben keinen Spieler. Schade, hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht ein... Ja, Baumjohann da drin ist. Aber man hat hier zwei von Bochum, zwei von Duisburg und dann hier von 1860 und drei von Union. Nicht schlecht. Teamleistung sind wir zweiter hinter Union. Bester Spieler ist Alagui. Torreón ist auch ganz oben dabei. Wieder mit einem starken Spiel. Fairplay. Zwei gelbe Karten haben wir. So, und dann geht's auch im Hallischen FC weiter. Das ist ja das 3D-Spiel. Ich will jetzt nur gucken, wie es mit Niemeyer läuft. Assistent bietet Hilfe an. Jugendmannschaft, ja, okay, kannst du ruhig machen. Wir in der zweiten Mannschaft, wie sieht das aus? Achso, das ist was anderes. Die haben gelb gesehen, das ist vor Frankfurt und dann haben wir es ausgenutzt. Skansprache erfolgreich, Marcos ist nicht interessiert, okay. Scout kehrt zurück. Komm, Jungs, ich will sehen, ob der Niemeyer annimmt, das wär's doch. Scouting abgeschlossen. Verhandeln kann man immer. Scouting, nein, Angebot für Peter Niemeyer abgelehnt, kann man da nochmal, na, okay, er will nicht mehr, wir haben es verbockt, Scouting abgeschlossen, Diego, was hat denn der für eine Stärke, LA von 50, den können wir auch mal ein Angebot machen, Aktion, Vertrag, Vertragsverhandlung, sagen wir dem 37.000 für die zweite Mannschaft. Scout kehrt zurück, Carlos ist auch nicht interessiert, Scouting abgeschlossen, Transfermarkt schließt, Bugera spielt der in der ersten Aufstellung, der ist 130.000 wert, ich glaube, der ist sogar in unserer ersten Aufstellung. Nein, ist er nicht, da haben wir ja einen anderen. Also Bugera ist nur zweiter, links haben wir aber nicht wirklich einen Ersatz, den würde ich ungern abgeben. Da haben wir nur einen Dick und einen Abel. Nee, den will ich behalten. Team Dynamik können wir jetzt auch nochmal kurz machen. Wir sollen mehr mit unseren Spielern reden. Ja, ja, schon klar. Bugera. Das lassen wir mal. Amri gibt es nichts wirklich zu sagen. Florian Riedel. Auch nichts wirklich. Auch nichts. Rust kann man sagen, dass er gut trainiert hat. Kriegt er auch gleich. Fortunes. Gefällt mir in letzter Zeit nicht so, genauso wie Michanski, der in der Vorbereitung so stark war, aber dann nicht wirklich das weiterführen konnte in der Saison bis jetzt, in den ersten zwei Spielen. Yahia hat gut trainiert.
Okay, Pierre de Witte, der hat mir eigentlich auch ganz gefallen. Ines Alushi auch. Was ist denn los hier? Albert Bunyaku. Sippel macht jetzt langsam wieder bessere Spiele und kommt in seine Form rein. Das freut mich natürlich sehr für ihn. Der hat gerade ein Tor geschossen, ist auch stark. Idrissou, der muss sich noch ein bisschen verbessern, aber wir wollen ihn jetzt nicht das sagen. Wir wollen ihn einfach motivieren. Im nächsten Spiel, na okay, sagen wir mal, was hat denn der für Ziele? Du musst mehr Verantwortung oder körperlich stärker werden. Sehr schön, und dann sind wir auch nur noch bei negativ 28. Team Hirashi, Sippel und Kobayashvili gewinnen etwas dazu. Das ist natürlich stark. Wird sich dann halt im Laufe der Saison bestimmt verbessern noch. Details können wir uns hier nochmal angucken. Buh, können wir dem Bäcker dem geben. So, und dann passt auch alles, und wir sehen uns in der nächsten Episode vom FN. Bis dann. Ciao.